Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep mit dem Aquaban. Und ich würde sagen, ich nutze gleich mal den Anfang, um eine Fusion zu machen. Und zwar mit Eis und nochmal Eis und einem Leuchtkristall. Müsste ich jetzt Eiszeit bekommen? Jo. Bin mir gerade unsicher, was genau das macht. Mal gucken. Der Schaden, der durch Eismagie steigt an, mehrfach anlegen steigt Schaden zusätzlich. Das ist nice. So. Ich möchte nämlich versuchen, so gut es geht, mich in der Hinsicht auch zu verbessern. Aqua soll ordentlich magiebegabt sein. Den Rest muss ich ja erstmal leveln. Und Aero brauche ich auch noch. Ich habe ja noch keine Aero, ne? Nee, aber ich konnte es kaufen, glaube ich. Naja, später halt. Ich habe eh noch nicht das Item, was ich mit Aero brauche. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Wir müssen ja auch hier den Prinzen wieder zur Prinzessin führen. Ein Kampf mit dem Prinzen an meiner Seite, okay. Na, das kann ja sein. Ich weiß nicht, was Philipp so drauf hat. Ach so, ja klar. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich kein D-Link machen, aber es geht ja nicht bei Begleitermissionen. So, Verbärenschutz, Magnet. Ah, verdammt. Scheiß Bogenschützen. Muss mich daran gewöhnen, dass diese Viecher ordentlich Schaden machen. Ja. Na. So. Feuer. Friss das. Attacke gestiegen. So, ein paar Seifenblasen kriegt ihr jetzt auch noch ab. Und das war's. Ging ja schneller als erwartet. Da, da. Kommt hier jetzt noch was in dem Raum? Abgesehen von der Tatsache, dass ich hier irgendwie in so einem großen Raum ein paar Kisten erwarte. Wo geht das denn hier hin? Kerker. Ach, Moment. Da komme ich jetzt her, oder was? Ne, da geht's auch zum Kerker. Hä? Okay. Dann. Das ist jetzt der große Raum ohne Wände sozusagen. Bei Ventus hatte ich die Wände und ja. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Wie die Musik immer noch diese Kampfmusik spielt, ey. Dabei bin ich doch durch den Raum im Grunde schon mit Gegnern durchgekommen. So, wie lang? Ah, da sind wir wieder in der Arena. Hat die Arena, die hatte doch eine Kiste, ne? Hier. Oh, nicht bei Aqua. Offensichtlich. Naja, vielleicht woanders in der Arena. Ah ja. Verwirrschlag.
Gut, na dann. Untersuchen. Hinab in den Kerker gehen? Achso, nein. Das ist praktisch eine Abkürzung immer. Öffne zusammen mit Prinz Philipp das Tor und entkomme. Was? Steinewerfer? Ernsthaft? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Na, komm. So. So. Friss das. Und das. Noch mehr gespawnt. Na? Ich könnte ihn verteidigen. Soll ich ihn wahrscheinlich auch verteidigen? Feuer Level 2. Ah. Ah, okay, cool. Ich hau gleich mal ein paar Steine ein. Okay. Na dann, Verrecker. So, die anderen sind da unten erstmal. Wow. Hört auf, mir so viel Schaden reinzudrücken. Ist ja widerlich. Ich werde euch trotzdem nicht einfach so entkommen lassen. Ich werde euch alle töten. Man kann es vielleicht schneller machen. Aber das werde ich nicht machen. So. Friss das. Ich glaube, ich... Ja, sehr schön. Sehr schön nach oben. Gut. Gut. Erstmal euch erledigen. Ah. So. Magnet aufgestuft. Sehr schön. Ja. Ja. Ich erledige dich. Ja. So, waren das jetzt alle? Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wo Philipp ist. Ach, der ist beim Tor. Energiekristall. Gut, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ne, es gibt doch scheinbar mehrere Tore. Ah, okay. Das ist doch kein Problem. Das kriege ich alles hin. Die Viecher sind halt nervig, aber
Trotzdem sollte das machbar sein. So. Okay. Seifenbläser Stufe 4. Nice. Dann ah. Gut, damit habe ich auch den Weg nach oben hier gebahnt. Muss ich nur noch. Sind hier oben keine? Lol, nichts. Kraftkristall. Gefrierpunkt. Ich glaube, das ist wieder eine Multifokus. Ja, es war, glaube ich, ein Multifokus. Okay. Das wollte ich nicht. Aber das wollte ich. Level up. So. Freund erhalten, sehr schön. Okay, na dann. Ist jetzt Feuer bei mir komplett aufgelevelt? Ja, ist es. Perfekt. Dann machen wir gleich mal eine Kommandofusion. Feuer. Feuer. Zeitkristall. Wenn man nicht Magie hast. So. Moment, ich kann Magnet schon benutzen. Ja, dann kann ich schon direkt Magnete raushauen. Sehr schön. So, gleich mal das Deck neu belegen. Also das eine Feuer muss noch gelevelt werden, das muss noch gelevelt werden. Eisrahmen möchte ich leveln. Magnera möchte ich leveln. So. Okay. Sollte so passen. Ja. Oh, ein Kraftkristall. Nice. Bei Johann Sturz ist jetzt auch aufgelevelt. Habe ich eigentlich einen neuen D-Link? Ja, Schneewittchen. Das wollte ich nämlich vorhin schon machen. Naja, stimmt, die hat ja die Zwerge als. Wow, das ging schnell. So. Eins. Das. Das. Ah, falsch. Wunderbar. Nochmal Feuer getroppt gekriegt. Das ist nice. Feuer brauche ich eine ganze Menge. Demzufolge werde ich jetzt gleich mal ausrüsten. Gegen das alte Feuer. So. Und, so. Könnten wir ruhig. Ja, danke. Jetzt kann ich den Link wieder nutzen. Und Schneewittchen, falls ich nochmal Kämpfe kriege. Wieso dauert das jetzt so lange? Ich hab doch gerade eben erst gehabt. So. So. Ah. Ich hab sonst kaum gute Angriffsattacken. So. Brummbär. Das ist mir lieber, als die süße Erinnerungen zu machen wie den eigenen Gegner. Ah, Kiste. Supertrank.
Okay. Ein Äther. Sehr schön. So, Barrierensturz. Magnera. Ratschlag Level 3. Cool. Feuer Level 2. Es geht super voran. Also ich mache die Gegner ja regelrecht kaputt mit all meinen... Also mit Aqua hatte ich mit Ventus und Terra deutlich mehr Probleme. Ab und zu sterbe ich zwar trotzdem, aber ich meine, das ist Veteran. Und ich spiele es das erste Mal auf Veteran mit Aqua. Wird das ja wohl okay sein, dass ich ab und zu mal sterbe. Ich kann jedenfalls nicht behaupten, dass es zu schwierig ist. Für Veteranen ist es mir ehrlich gesagt sogar schon fast zu leicht an manchen Stellen. Aber ich will auch meinen Mut nicht so voll nehmen. Wie gesagt, Terra hatte ich ziemliche Probleme gehabt, weil ich noch nicht mit der Mechanik so richtig zurecht kam. So. Stufenaufstieg. Nice. Oh, was sind die? So. So viele mitnehmen, wie ich kann. Okay. Weil später muss ich die irgendwann farmen. Gut. Ich hätte bei Speedruns sind die Heil-Items hier auch super gefragt. Mal gucken. Moment, ich habe... Habe ich nicht noch mehr Vita gekauft als eine? Nee, ne? Ich habe nur diese eine Vita, ja. Dann lohnt es sich auch jetzt gerade nicht, was anderes auszurüsten. Gut. Dann bleibt es erstmal dabei. Okay, Speicherpunkt, mehr Kisten und ein Sticker. Jo, her damit, Blumensticker. Sehr schön. Ich nähere mich dem Schloss. Müsste jetzt schon bei der Brücke sein. Hat ja Aqua fast das komplette Gebiet als... Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Cool, Malefiz als Drache. Besiege Malefiz in Drachengestalt zusammen mit Prinz Philipp. Funktioniert bei der eigentlich Feuer? Ja, okay. Da gibt es zwar nicht so viel Sinn, aber... Aber sag mal ernsthaft, wie siehst du das ab? So,
Na. Vita. Oh. Ich sollte hinter ihr bleiben. Also wirklich, ich stand nicht im Feuer. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich stand hinter Malefiz. Und die hat alles vor sich verbrannt. Wollen wir mal Katze im Sack lassen, ja? Oh mein Gott. Sie hat mich gerade one-hitted mit ihrem Feueratem. Na, danke. Jetzt mal ohne Scheiß. So. Das macht hier natürlich nicht so viel Schaden aus. Ich weiß. Oh. Ich bleib mal jetzt hier hinten. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. So. So. Wow. Oh, was für ein Schaden die macht. Ist ja nicht mehr feierlich. Der Feueratem ist viel zu OP. Dafür, dass er so schnell kommt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann das sein, dass ich hier vollkommen sicher bin, wenn ich einfach neben mir stehe? Meine mal ernsthaft. So. Okay. Max. Hauen wir jetzt hoffentlich meine Seifenblasen raus. What the fuck? Ich will mal erklären, was mich da trifft. Oh, gut, okay. Es war nicht klug, diese Attacke zu benutzen, ich weiß. So. Ich versuche mal ihren Körper anzugreifen. Da kriege ich auch meinen Schlagserie. Ah! Also die hat einen viel zu großen Rundumschlag. Egal. Wird ja wohl machbar sein. Wow, jetzt habe ich echt genug. So. Wow. Warum ist denn ihr ganzer Körper in Flammen? Das ist so unrealistisch. Selbst den Drachen. Naja, dann bleibe ich wohl dabei. So. Feuer, Eis. Ich kann sie auch so bekämpfen, so ist es ja nicht. Ich muss nicht direkt neben dir stehen. Also ich muss nicht direkt auf dir. Ah, während der Attacke bin ich ja unverwundbar. So.
Wow. Die fliegt. Wow. Irgendwas hätte ich machen sollen. Mit dem Prinzen. Aber ich kann auch genauso gut das machen. So. Feuer, Feuer, Feuer. So. Eis. Feuer. Feuer. Und besiegt. Okay. Ah, das war echt teilweise schon ziemlich übel. It's the power of true love that defeated you. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Try all you want, but you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps. But remember one thing. As long as there is light, there will be darkness. And in time, many more will be drawn to it. And they will all belong to me! Terra, you better stay strong for me. Feengestirn. Ein Schlüsselschwert mit ausgeglichener Attacke und Magiewert. Okay. Xias Nutzbericht Nummer 6. Wunderbar. Gut. Wir haben das verwünschende Reich fertig. Und als nächstes kämen wir dann Radiant Garden. Doch im Radiant Garden besuchen wir erst im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.